Ja, hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie. Ich bin wieder an der Ostsee und zwar 3 Tage später nach meinem Tauwurm-Bellyboot-Film. Und ich muss heute nochmal probieren. Ich war gestern schon nochmal raus, hat wirklich sehr gut gefangen. Riesig große, dicke, fette Dorsche. Und das will ich heute nochmal wiederholen. Ja, kommt mit, seid dabei. Meine Otze habe ich wieder dabei. Und dann sehen wir mal, ob es was bringt heute. Ich bin aber sehr optimistisch. Auch heute haben wir wieder Bilderbuchwetter, eine spiegelblanke See, spiegelglatt wie eine Badewanne. Wie heißt so schön, auf geht's. Ja, ich werde heute hier den Eisele Eidsfly benutzen, das ist in Heringsfarben. Der hat den Namen Eids, wie hier die Lokalität, das ist der Eids hier vorne, der ist hier von der Firma Eisele, also extra für den Eids entwickelt worden. Das Wasser ist so klar, da kann man sogar bis auf den Grund gucken. Ein wunderschöner Morgen. So, der Blinker ist draußen. Und wird jetzt hinter dem Bellyboot hergeschleppt. Und so Petri will, lauert da unten ein Dorsch, der den gleich nimmt. Ja, hier ist der erste Dorsch. Ja, ich würde sagen, gute 50 cm hat er. Ein gemütliches Angeln ist das. Ja, da hängt ein Dorsch am Haken. Da hängt schon wieder einer. Ich muss aufhören. Ja, ich schleppe jetzt mal ganz gemütlich hier an der Eidzer Küste entlang, an der Steilküste. Und mal gucken, was es gibt. Ja, jetzt hänge ich auch noch. Egal. Ja, das ist die Eidzer Stahlküste, Eidzer Klippe. Gerade ein Gänsesäger vorbeigeflogen. Ja, es kommt jetzt ein bisschen Dünung auf. Nur mal beobachten, nicht, wenn es schlimmer wird. Ich kann hier an der Ostsee, vor allem hier in der Hochwachterbucht, sehr schnell gehen. Dann haben wir hier weiße Schaumkronen. Ja, die Dünung wird immer heftiger. Ich habe einen Anker schmeißen müssen. Da kann ich nicht mehr gegenhalten. Aber ich will noch ein bisschen angeln. So kann es gehen. Es bilden sich schon die ersten Schaumkronen. Es wäre jetzt unverantwortlich, jetzt noch weiter auf See zu bleiben. Ich gehe jetzt an Land. Und ich habe ja 5 Fische. 4 Fische. Da sollte man auch immer darauf achten, dass wenn Wind aufkommen sollte, dass dieser anlandig ist. Gegen diese Dünung könnte ich unmöglich anschwimmen mit dem Bellyboot. Ja, aber der Wind, der trägt mich jetzt direkt zum Eis. Braucht noch niemals Paddel. Ja, das wird jetzt allerhöchste Eisenbahn. Gut, dass wir anlandigen Wind haben. Dagegen anschwimmen im Bellyboot, das traue ich mir doch nicht zu. So sportlich bin ich nicht. Aber das Ufer ist nicht mehr weit. Aber da kann man mal sehen, wie das Wetter umschlagen kann. Ja, das geht also innerhalb von Minuten. Von spiegelblank bis 1 Meter Wellen. Ja, und nur hier in der Hochwachterbucht haben wir immer das Glück, wir haben entweder Westwind oder Nordwestwind.
Und der Wind, der dreht ja auch in dieser Bucht, sodass meistens immer der Wind anlandig ist. Bei ablandigem Wind rate ich dringend ab, im Bellyboot rauszufahren. Da kann man schon anfangen, Dänisch zu lernen. Da habe ich aber keinen Bock zu. Ja, vier Dorsche sind dann geworden. Hier nochmal mein Bellyboot. Ja, und das ist die Dünung. Das Problem ist ja nicht das Reinkommen, das wieder rauskommen. Ja Leute, das war's für heute. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem Film und seid demnächst wieder dabei, wenn ich wieder angeln gehe oder einen anderen Film mache. Schaut euch den an. Und hier unten, da sind irgendwo Knöpfe, so kann man anklicken. Für das gefällt mir oder so. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Oder abonniert mich einfach. Charlies Filmkanal. Also, tschüss.